Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Congratulations, Elias. I'm a big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Ich garantiere diesen Stream für überhaupt nichts. Die Win Challenge wird mit Ahmed, Rohat und Willi gemacht. Also alleine der Squad auch ist. Ja. Mal gucken. Willi ist noch im Bus, die stehen im Stau. Die hatten heute ein Spiel. Angedacht war so 20 Uhr ungefähr. Er hat aber gesagt, da er morgen frei hat, würde er gerne mit uns streamen. Und wir sollen anfangen schon mal und er steigt dann ein. Ob er dann irgendwas macht. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Ahmed. Ahmed, ich brauche heute 110% von dir. Verstehst du das, Ahmed? Ja. Ich werde mein Ding machen. Ich habe doch was Kleines vorbereitet, Elias. Was hast du denn vorbereitet? Ja, es gab so paar Stimmen, die gegen mich waren. Also ich viele Stimmen. Inhalten. Wir sind vier Teilnehmer, Ahmed. Ich habe in dich beliebt, aber ein das gewisser war alles Mann. Alles ohne Absprache aber auch, ne? Ohne Absprache. Also ohne Absprache. Die Jungs wussten es nicht. Okay. Ich habe an dich geglaubt, deswegen habe ich dich gefragt. Jetzt gebe ich dir mal die Worte von Willichat. Also, um 15.08 Uhr hat er mich angeschrieben mit Dein Ernst. Abgesendet. Ahmed? Fragezeichen. Abgesendet. Punkt, 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 Punkt. Ich geschrieben, ich glaube an ihm, du musst vertrauen, Nikolas. Ich schwöre, er muss dann hat mir Willi dieses Bild geschickt. Er muss einfach nur belieben. Dann hat er mir das, weil ich die erste, ich habe kurz nicht geantwortet bei WhatsApp, hat er mir nochmal bei Insta geschrieben. er hat mir geschrieben, nachdem er das gesehen hat, hat er geschrieben, hä, warte mal, nein, Ausrufezeichen. Nachdem er gesehen hat, während der Win Challenge alles dabei ist. Wegen Rohat, meinst du? Ja. Wegen Rohat dabei ist. Und dann haben wir Rohat noch geschrieben. Ey. So war das nicht vereinbart. Wie Ahmed. Ey, das geht nicht klar. Ich habe auch noch Stimmrecht. Was soll das? Dann meinte ich, haha, lass los, du musst loslassen. Dann hat er geschrieben, nein, Digga, sehe ich nicht ein. Ich dachte, das wird ein 24-Stunden-Stream. Und ich bin zu meinem scheiß Geburtstag. Also, es gab ja diesbezüglich sehr, sehr viele Stimmen gegen mich. Ja. Deswegen habe ich was Kleines vorbereitet. Ja, Digga. Hast du eine Präsentation gehalten? Nein, Digga. Er hat eine Präsentation gemacht. Wir müssen aber gleichzeitig rein. Hey, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Präsentation meinerseits. Ihr habt sicherlich mitbekommen, ich bin Teil dieser... Anka, nicht gelistet. Digga, was hat er getan? Also ganz kurz, du hast jetzt eine Präsentation gehalten? Ja, eine kleine. Eine ganz, ganz kleine, spontane. Die hat, glaube ich, 20 Minuten oder so gebraucht. Digga, er macht eine... Das Problem war, ich konnte nicht schneiden. Deswegen war alles uncut. Das heißt, ich durfte keine Sprachfehler oder so haben. Hat einigermaßen funktioniert. Okay, machen. Hey, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Präsentation meinerseits. Guter Mann. Ihr habt sicherlich mitbekommen, ich bin Teil dieser Win Challenge und mich erreichen wirklich viele Nachrichten auf diversen Plattformen, warum ich denn dabei bin. Der ist doch schlecht, der kann doch kein Game, der ist doch nur ein Anker. Und genau dafür dient diese Präsentation, um euch einfach mal zu veranschaulichen, was es für Vorteile gibt, was es für Nachteile gibt, dass ich Teil dieser Win Challenge bin. Genau. Titel dieser Präsentation ist, warum ich ein Mehrwert für die Win Challenge bin. Digga, Ahmed. Digga, ich kann... Oder hast du dafür wirklich PowerPoint verwendet? Also, ich sag dir... Es ist kostenlos für Studenten. Ahmed, ich sag ehrlich, wir können das... Also zusammen vielleicht können wir das überstehen. Aber Ahmed, wenn du mich alleine um 4 Uhr morgens fallen lässt, dann kann ich für nichts garantieren. Nein. Ich glaube, die werden euch überzeugen. Da unten steht mein Name. Wir gehen rüber zur Gliederung. Digga, diese Bilder! Warum denn Pinsel? Ja! Warum denn Pinsel? Ja, das ist eine Vorlage! Zunächst gibt es eine kleine Teamvorstellung, dann gehen wir ins Allgemeine. Ich muss sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt leider auch nicht weiß, was es für Games in dieser Win Challenge gibt, aber ich habe sicherheitshalber einfach mal Vollgas mitgenommen. Fortnite, Valo, FIFA, Wer wird Millionär und zum Schluss gibt es eine kleine Zusammenfassung meinerseits. So, zur kleinen Teamvorstellung. Mit dabei sind Elias, N97, bekannt dafür, dass... Digga, also glaubst du mir, ich hätte das wirklich nicht hinbekommen, so eine Schulpräsentation? Das hast du voll gut Digga, gemacht. Also ich habe noch nie in meinem Leben so eine Schulpräsentation fertig, also auch mit diesen, also ich hab, okay, doch, krass. Ich habe das immer gemacht, ich habe mir halt immer einen Schlauen gesucht, der alles macht und ich habe das halt immer eingestellt. Dass er Streamer und YouTuber ist. Zudem ist Niklas Wilson mit dabei. Ein sehr großer Skeptiker von meinen Skills. Er ist Profifußballer, Streamer und YouTuber. Genauso wie Rohat, der halt einfach nur kein Profifußballer ist. Und ich, Omezio Lozado, der dabei ist. Zum Allgemeinen,
Hier eine kleine Definition vom Allgemeinen. Es ist ein Grundbegriff in der philosophischen Disziplin. Du Spast, oh Mann. Der Ontologie, aber auch der Sprachphilosophie und der Erkenntnistheorie. Zu den Nachteilen, warum ich dabei bin. Ich bin nicht wirklich dafür bekannt, in Videogames. Ja, Video Ende! Ja, also, ich muss sagen, also ich hab auch, ich hab's auch. Ich sage, ich kenne zwei Menschen. Ich kenne Melina und Omet sind die unbegabtesten Personen in Videospielen, die ich kenne. Also Real Talk. Außer FIFA. Digga, kannst du Vollgas, Omet? Ach, das wirst du noch erklären, oder? Kommt noch, kommt noch. Ja, was soll ich dazu sagen? Zudem habe ich ungeduldige Nachbarn, die ab dem Zeitpunkt von 22 Uhr wirklich empfindlich auf Lautstärke. Ach, ist das so bei dir reagieren. Auch? Ja. Und zudem habe ich das stimmt. Beziehungsweise wir sind zusammen ein Team. Ja, das stimmt. Das muss ich kurz mal unterstreichen. Ich rufe ihn mal ganz kurz an und frage ihn. Also ihr müsst wissen, Freunde, Willi geht schon mit 0-1 in diese Win Challenge rein. Ja. Also wirklich wie der Mann. Er geht schon 0-1 in diese Win Challenge rein, Willi. Der hat fast geweint. Okay, er geht nicht ran. Könnte ein Zeichen sein. Und ich glaube, die eine oder andere Beleidigung wird im Laufe dieser Win-Challenge fallen. Ja. Aber, was nicht schlimm ist, weil wir als Team stehen und auch als Team fallen. Zudem hat mich selber geschockt, beliebt ein weiterer Teil dieses Win-Challenge-Kollektiv nicht an mich. Es ist Rohat. Ein Beweis dafür ist die Instagram-Story von EliasN97. Generell gibt es auch vom Zuschauerteil der Streamer, die dabei sind, eine allgemeine Skepsis gegenüber meiner Story. Zu den Vorteilen, warum ich jetzt dabei aufpassen, sein jetzt aufpassen. Oder warum ich jetzt bin ich aber wirklich gespannt, was er gibt sein Bestes. Vorteile ist, dass er sein Bestes gibt. Das ist einer der Vorteile, die du jetzt uns gibst. Du gibst dein Bestes. Das ist jetzt ein Vorteil? Ja. Es kommt noch eins. Okay. Also es gibt zwei Vorteile. Es gibt zwei Vorteile. Also ich glaube, ich weiß sogar, was das zweite ist. Und einer dieser Vorteile ist, dass du dein Bestes gibst. Das ist eigentlich ganz nice. Ich gebe mein Bestes und versuche für gute Stimmung zu sorgen. Ah, nice, Bro. Okay. Nice, Bro. Ein Vorbild hierbei ist in meinen Augen Erik Maxim Choupo-Moting, der eigentlich nur bei Bayern ist, um für gute Stimmung zu sorgen, aber auch zurzeit wirklich gut performt. So, zu dem ersten Game, Fall Guys, die Vor- und Nachteile. Fall Guys kennt jeder. Das ist das Spiel da unten. Nachteile sind, dass ich nicht so gut bin im Game und relativ wenig gespielt habe. Aber der zweite Nachteil sorgt auch für den ersten Vorteil, denn dadurch, dass ich nicht so viel gespielt habe, haben wir im Grunde etwas leichtere Lobbys. Das stimmt, glaube ich, nicht, ne? Das stimmt nicht mal, weil wir zu viel sind. Ich glaube nicht. Nein. Zudem war ich zweimal bei Amar im Cup im Finale. Du warst nicht zweimal, sondern Reapers war im Finale. Ich war beim letzten und beim vorletzten. Also beim vorletzten. Ach so, du bist ins Finale gekommen. Du, nicht dein Team. Ich bin ins Finale gekommen. Du als Person. Okay, das könnte. Okay. Das war's zu Fall Guys. Zum nächsten Was Game. War's dann zu folgen? Fortnite. Digga. Und jetzt kommt Fortnite und da gibt es einen Clip, okay, Freunde. Da, also, bevor wir, hast du den Clip noch von eurem Cup? Ort? Ja. Kannst du mir den mal bitte kurz schicken, damit die Leute Junge, vielleicht die Omek nicht. Das, Digga? Das war 1999. Das war vor nicht mal einem Jahr. Hier ein kleiner Earnings-Vergleich. Seht ihr was? Warum steht bei mir $250 Earnings? Ja, weil wir zusammen 250 haben, Ort. Digga. Ich hab seinen Cup gewonnen. Das ist es jetzt? Das ist der Vergleich. Du hast $6,000 gewonnen wegen Reaps, du Schwanz! Und er schreibt. Junge, ich war doch mit dabei, du kleiner Knecht, Digga. Es sind zwei Leute, die beim Turnier mitgemacht haben. Es sind zwei Leute. Außerdem habe ich den entscheidenden Kill zu einem Win geholt. Von den vier Teilnehmern dieser Win-Challenge. Wir haben hier einmal. Du machst doch gar keine Fortnite-Earnings. Mir, sei doch froh, dass ich da keine Null reingeschrieben habe. $250 bekommen hat. Und wir haben Elias N97. Der Fortnite-Earnings von $1,200 hat und Niklas Wilson auf Platz 2 mit $2,500. Und ich mit weitem Abstand mit $6,000 habe somit die meisten Fortnite-Earnings. Sprich, ich bin rein theoretisch eigentlich der beste Spieler von uns. Ich muss kurz was trinken. Mein Mund ist trocken. Hier ein kleines. Kannst du bitte kurz Stopp machen? Ich habe den Clip. Also, damit ihr jetzt seht, wie Omet ungefähr in Fortnite drauf ist, das ist es. Diesen Clip an. Das war gestern Rohats Mate. Guckt euch das jetzt an. Treppe? Rechts? Nach rechts? Ja, nee, da oben. Er sollte die Marke holen.
Da, du musst nur da hingehen. Oder du musst es kaputt machen. Omid! Das ist nicht dein Ernst. Was machst du da, Omid? Was soll ich da machen? Was soll ich machen? Warum ist die Karte? Wo ist die Karte? Digga, hinter dir ist die Karte, Omid! Da, das wird da angezeigt, 8 Meter! Nach rechts. Da, da oben, oben! Hier oben? Omid! Das ist die Karte! Omid! Das ist nicht dein Ernst. Was machst du da? Was soll ich da machen? Wo ist die Karte? Der hat dafür 500 Euro bekommen, ne? Das war der losteste Clip. Also aber bis jetzt sehe ich noch nicht so viel Positives. 500 Euro schwer ist dieser Clip. Also ich sag in Fortnite, aber kannst du mittlerweile ein bisschen Fortnite spielen? No builds. Geht. Ach. Digga, das war damals, ich habe mit dem telefoniert, der war einfach, ich wusste ja nicht, wie gut er ist. Also Amar hat mir ihn als Mate gegeben und ich wusste nicht, wie gut er ist. Mhm. Ich rufe ihn an, er ist betrunken, er sagt mittelmäßig. Am nächsten Tag sehe ich den. Was redest du? Ich habe zu dir gesagt, du Amar. Relativ schön fand, was mir beim Kacken eingefallen ist. Als Einzelner ist die Win Challenge schwer, aber als Kollektiv ist alles möglich. Und dieses alles möglich ist natürlich im Positiven gemeint. Zum nächsten Game, Valorant. Hier eine kleine Selbsteinschätzung. Da wirst du komplett übertreiben. Das ist das Game. Mein Peak war selber 1. Ich bin so lala, also in dieser Konstellation, in der wir uns gerade befinden, mit Eli, Willi und Roat, bin ich nicht so schlecht. Ja. Ich opfere mich gerne fürs Team. Das sieht man anhand der Agentenauswahl, die ich treffe. Wir haben hier zum einen Brimstone, der für die Smokes zuständig ist, und Sage, der fürs Heal. Du bist wirklich eine gute Sage. Real Talk, du bist eine gute Sage. Velo. Wobei, man muss dazu sagen, dass Omid war der Wirt beim letzten Mal, Chat. Omid, ihr müsst das. Back-to-back hat er uns so gefickt. Vor 5-6 Wochen haben wir auch so eine Win-Challenge gemacht. Also wirklich eine harte mit Mickey, Rohat und Danny und ich. Und Omid hat uns geholfen in Velo. Wir brauchen auch übrigens nachher am 5. der uns hilft. Da haben wir reingemacht, Velo back-to-back-to-back. 3 Wins in Folge. Und das dauert wirklich lange. Und es ist wirklich nicht mal so einfach. Es ist wirklich echt schwer. War mit das Schwerste, was wir je gemacht haben. Und zweimal beim Back-to-Back-to-Back-Versuch ist Omid, glaube ich, zweimal. Einmal. Nein, du warst zweimal. Aber guck mal, du warst zweimal negativ und einmal war sehr hart. Einmal bist du, glaube ich, Digga, du bist 5 zu 18 gegangen oder so. 5 zu 18. Ich habe eine Theorie zu diesem Mal. Mickey ist dieses Mal nicht dabei. Ja, ich sage auch. Ja, Mickey ist nicht da mit seinem Gold-Account. Das ist wirklich so. Unser Smurf war nämlich kein Smurf sozusagen. Unser Smurf war ein vermasteter Wichser. Und dafür sorgt, dass jeder bei 100% ist. So, FIFA und Wer wird Millionär halten wir relativ kurz. Mein Mund ist wieder trocken. Ich bin ein Schwitzer und Student, was zusammen addiert einen Mehrwert ergibt. Hier eine kleine Zusammenfassung von der ganzen Präsentation. Nachdem Elias N97 relativ viele Absagen erhielt, griff er nach dem letzten Strohhalm, nachdem auch Melle abgesagt hat, griff er wirklich nach dem allerletzten Strohhalm, sodass er mich fragte und das stimmt nicht. Digga, ich sag dir ganz ehrlich, dachte ich, du willst mich verarschen. Also jetzt Real Talk. Ich habe Sydney gefragt und ich habe Solution gefragt. Die beiden. Meine Versprechen an euch, an die Teilnehmer dieser Win Challenge, an die Zuschauer ist, ich werde mein Bestes geben und für gute Stimmung sorgen. A la Chupomoting. An die Zuschauer, viel Spaß und bitte, das kommt von Herzen, bitte leg nicht zu doll Auge. Weil wir sind generell schon etwas angeschlagen anhand der Auswahl der Leute, die dabei sind. Deswegen macht nicht so geistkrank Auge. Also belief ein bisschen. Deswegen vielen Dank für die Präsentation, für die Aufmerksamkeit. Falls es keine weiteren Fragen gibt, beende ich diese Präsentation. Ciao! Gute Präsentation von 1 bis 10. Ich fand die wirklich nicht schlecht. Also du hast, also für die Leute, die dich, glaube ich, nicht kannten, die haben jetzt gut verstanden, ob du halt ein Mehrwert bist oder nicht. Ja, Digga, guckt euch an. Das ist es jetzt. 21,5 Stunden, schaffen wir das? Das ist sie. Also ist möglich, Eli. Ja, natürlich, Digga. Aber die Liste ist so lang wie mein ganzer, wie mein... Ja, aber das dauert alles nicht so lange. Digga, ich glaube, WM gibt es so Die Banane auf der 17. Die Banane auf der 17! Hey, was ist das? Ich wurde gekickt? Nein, Omid, hör auf mit sowas. Omid, tu mir das nicht an. Warum wurde ich gekickt, hä? Du musst auf die rechte Seite. Du musst, ja. Es wird sich auf Gelb entscheiden. Oh mein Gott. What? So, dein fetter Papa ist so unfassbar fett. Du, Alter!
Digga, ey, mach nur meinen Weg weg, du Hundebengel! Ich hab der Hure so verkackt, ich gehe nicht raus, bevor er verkackt hat, der Hure. So, der Hure soll gewinnen. Er gewinnt wirklich. Die Idee ist gute Runde. Hä, wie dumm er ist! Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Festhalter 69! Er ist drin. Er ist drin. Wir müssen es. Seine Mutter ist eine Hure. Let's go! Ruhat, geh weg! Seine Mutter ist chronisch fett, Digga, du Hundesohn. Warte, halt ihn fest! Halt ihn fest! Er geht auf dich. Machst du wie Chris. Nein. Geh auf ihn. Halt die Hexe fest. Keine Chance! Deine Hure ist doch Digga, sein Vater ist ein Hurensohn! Seine Mutter ist eine Hure! Alle will... Du Hurensohn! Digga, wie kann man so schwitzen, du Hundenhexe, du? Wie der Pilz da weggeflogen ist. Wobei, ich glaube, er wollte gerade natürlich mal nerven. Du kannst für uns, du kannst dich aus dem Loch rausziehen. Du kannst ja einen guten Namen machen. Ehrlich, also gerade hat er gar nicht genervt. Ich glaube, er wollte die Hexe raushauen. Er kann sich einen guten Namen machen in der Szene. Genau wie seine Hurenmutter in der Pornoindustrie. Deine dreckige Schlampe, du Hundesohn, du. Guck mal, ich krieg die Dinger nicht. Habt ihr gesehen? Er hat's wiederbekommen. Er hat den Punkt gerade wiederbekommen. Okay, mein Gegner hat aufgegeben. Ich bin durch. Ganz langsam, Rojo! Yes. Digga! Du hast so einen hohen THC gehalten, Rohan! Man kann so viel. Du bist so ein guter Kifferpilz, wirklich. So ein Magic Mushroom. Edis Festhalter ist in der Lobby. Guck mal, es gibt ein. Festhalter 69 ist das irgendwie. Das ist Kult geworden. Aber du, Edis Festhalter, du bist einfach nur ein kleiner Bastard, der nicht auf eigene Sachen kommt. Merkt ihr das? Ach, Rollbahn. Das ist eigentlich kacke. Das ist eine Cracked Lobby Road. Cedric ist raus. Das Eis ist raus. Es ist auf uns gestellt. Es sind, glaube ich, keine Zielserver mehr drin. Digga, er hat auf mich gewartet. Ist das geisteskrank. Ich konnte, Digga, der hat gewartet, bis ich da runterspringe. Es ist ja, unglaublich. Ja. Es ist unglaublich. Na. Hä? Mann, Digga, ich bin raus. Oh, nee! Mann! Omed, du hast Zeit vor dir. Ein bisschen. Mach ganz langsam. Es ist... Obwohl... Der Einrad gewonnen. Es ist... Noch raus. Nein. Auch besser spielen, Großer. Auch besser deine Mutter ficken, du Hundesohn. Jungs, ich kann nicht mehr lange da einschalten. Ey, Digga, ey, es kann nicht sein, Digga. Omid, du Haufen Müll. Halt die Fresse, Digga. Wir haben zusammen noch einmal ins Finale geholt, Digga. Nur ihr beiden, ne? Nein, einer ist mit mir bei Gelb. Und der hat ganz schön viel Platz. Ihn muss ich ficken, was so. Egal. Nein, chill. Sie ärgern das Tor. Nein. Eli? Maybe? Spring doch! Wieso springt der nicht, Digga? Wieso springt der nicht? Ich bin gesprungen. Warte mal. Also, nein. Nein, der Hurensohn steht am Ende da. Ich bin gesprungen. Was ist das los? Ja, egal. Ey, wer eben braucht. Hä? Fehler? Ja, bei mir auch. Nein. Bei dir auch? Ja. Ach, Digga. Ich bin jetzt seit 5 Stunden live. Und 2,5 Stunden in Vollgas und wir haben ein Win. Wir können beide das Spiel eigentlich. Wir müssen auf diese scheiß Plattform kommen. Mann, Digga, was? Was geht, Bro? Lass mich in Ruhe, ich mute dich gleich, wenn du nochmal Hallo sagst. Es ist eine Nacht- und Nebel-Aktion, Willi. Ich sag dir so, wie es ist. Ja, ganz ehrlich, ich mach erstmal, der heute mein Tag besteht aus fetten
Pullbrüchen, das ist unglaublich. Erstmal fahre ich da nach Oldenburg, kloppe ich mir da so ein Spiel rein, dann bin ich in der Kabine in mein Handy, gucke auf meine Instagram-Markierungen und lese einen Namen. Ich habe gedacht, mir schießt es aus. Oh mein Gott, Wolken. Oh mein Gott, Rot, kannst du, oh mein und Gott. Und dann ist ja noch das Beste, dass ich dann 8 Stunden im Bus Deine Mutter ist so Seine Mutter ist so übergewichtig, die wird wirklich, die wird mit einem LKW abgeschleppt, wenn die zum Bäcker gehen muss. Ich soll eine fette Schlampe! Okay, Rot. Ich kann das nicht mehr, nein! Nein! Ich bin nicht ganz so schlecht, nein! Ja, sag dir ehrlich. Nein, Eli, du auch nicht. Wir brauchen 2 Leute, die ein Boot führen. Im Fußball ist es so und auch in den Medien, dass es ja, dass du von heute auf morgen der beste Spieler der Welt sein kannst oder der meistgehasste. Und ein Cristiano Ronaldo, Digga, der... Digga, es ist so ein Hurensohn-Spiel! Ich kann das Ende nicht! ...im Fußball abging, jetzt bei Manchester United vielleicht nicht... Ja, so performt. Mann, ich kann das nicht! Und dann kommt mir irgendein Hassan, der gerade 14 ist, und sagt mir, Cristiano Ronaldo ist wow. Lang sick dir geht, frag mal deinen Vater, wer Ronaldo ist. ja, das stimmt, ja. Digga, ich bin mir zu 100% sicher, wir sind ja und ehrlich, die machen das ja auch nicht mehr alles nur wegen Geld. Das sind ja auch brutale Wettkämpfer. Und irgendwo im Fußball, musst du dir so vorstellen, Eli, du bist dein ganzes Leben lang... Oh, er hat's! Er hat's! Oh, der Gott, Digga. Das ist richtig. Let's go! Dann 2 Stunden. Ist das gut, ist das Let's gut. Let's go! Digga, es liegen so viele raus. Ich hab mich gefickt, Ahmed, du Hurensohn! Ich? Oh, Ahmed, warum? Was hab ich gemacht? Er ist auf meine Plattform gekommen, er hat mich gefickt! Das ist over, Alter. Dieses Nashorn, du kleiner Wichser, dieses Nashorn hat mich weggeballert und ich bin auf deine Plattform gelandet. Bruder, er ist auf, genau als ich raufgesprungen bin, auf meine Plattform, ich wurde gefickt. Oh. Das ist so gut, dass wir das hier gerade schaffen. Die fucking Präsenz. Wir halten fest. Oder Hand in Hand gehen wir durch. Bitte. Meine nein. Meine Mutter ist so nein. Eine Hure. Ey, Jungs, ich hasse. Nee, ich hab einfach keinen Bock mehr! Mann! Deine Mutter ist eine Hure, Simon! Romeo, Digga! Romeo und Julia habe ich mit deiner Mutter gemacht, du Hundebengel. Aber Romeo du darfst... heißt der. Wer denn dein Kind? Romeo! Romeo, du Hurensohn! Guter Spieler, weil ich ein guter Spieler bin. Weil ich ein verdammt guter Spieler bin. Und damit sieht das hier alles schon mal ganz anders aus. Lauf durch. Lauf durch. Eli, es ist ein 1 gegen 1. Ich hab's euch gespannt! Nein! Verstehst du das Mindset-Game von mir? Verstehst du das jetzt, was ich meine? Verstehst du das Mindset-Game? Nehme ihn die Sicht. Von hinten! Die Wall, Ahmed! Die Wall, du hast mich eingesperrt! Stand. 3 gegen 2, bitte. Hier. Schön, gut so. Muss sie, Ahmed, komm mal Richtung A. Komm. Chill. Ein Gegner. Schöne Sache. Digga, was gebe ich dir gerade für Shade? Nice. Danke. Hab einen. Danke, Bruder. Hab noch einen. Auf Heaven ist einer. Hab 3. Digga, ich bin grad so ein guter Spieler. Nicht aber. Oh mein Gott, der war links. Digga! Oh! Bleib so, Omid. Du siehst bitte. Zeit. Einer kommt noch. Das ist super! Nehme ihn die 6. Hey! Ein Gegner Oh mein Gott, der ist.
Scheiße. Weil ich die bessere Rainer bin. Erster Win, Velo. Zack. Jetzt nächste Runde Win, Velo. Alle positiv. Das wäre wirklich gut. Letzter Leben. Also die Rainer ist geistesgestört. Behaft die Füße und guck. Nix. Oh, ey, Eli Keller. Bist Millionär oder hast kein Headset, Eli? Ja, die smoken das auch nicht schlecht. You talk. Sag auch. Ich sag, der weg, wenn wir den nicht holen, ist nicht mal schlimm. Weißt du, was ich meine? Weil wir. Ja, wir haben keine Chance. Lass F helfen. Ja. Ich hab gar keinen Bock, das ist voll die Zeit, was wir haben. Aber die sind nicht so gut, Mann. Die sind nicht so gut. Eli, selbst wenn wir. Die sind gut, Eli. Die wissen, wie die mit ihren Chains spielen sollen. Bei uns wissen wir das nicht. Richtig. Aber bei Back-to-Back. Oh mein Gott. Ich weiß nicht. Aber Bruder, du zieh doch bitte an einem Strang. Wir sind doch ein Team. Wir verbringen so eine lange Nacht. Das sind Sachen, die werfen mich brutal zurück. Wir holen das. Bruder! Digga, wir holen die gar nicht! Sieb, hinten und du gehst aus der Kabine und sagst, wir gewinnen! Woher? Boah! Das ist nur Erniedrigung. Guck mal, von mir aus, die Abstimmung jetzt. Ja, jetzt die Abstimmung zu machen, ist so dumm. Machen wir? Nein, Digga, ich quitte nicht. Wenn wir jetzt gewinnen, dann steht es 8-6, weil wir die nächste dann auch gewinnen. Mini, wo ist deine Cam? Only Gameplay. Okay. Irgendwie. Sag dir einfach. Letzter lebender Okay, scheiß drauf. Hey, Digga, haben wir gerade geplantet? Und sind dann alle weggelaufen vom Ding? Okay. Ey, dann schafft ihr, Mann. Ein Gegner übrig. Gut gespielt. Unser Spike-Träger ist tot. Der Hurensohn holt drei Leute. Im Angreifer-Spawn. Hey, Bruder, ich hab doch auf seinen Kopf gezielt. Das war's. Bruder, was ist das? So ein Trümmer, wir gehen nie wieder B, Jungs, bitte. 2-2. Fossilschirm inaktiv. Letzter lebender Verbündeter. Ja, was ist das für eine Waffe? Ich bin bei dir. Da geht noch nicht, Ich muss weiter vor. Mit 4? Mit 4. Ich schaff. 3 gegen 2, aber der hat einen Ult. 2 gegen 2. 2 gegen 1. Das brauch ich von dir. Und der ist in der Mitte. Der hat einen Ort. Gut, so. Gute Runde, Rohat. Ja, das Ding ist sauber. Nice. Ich spiel gut, Jungs. Tut mir sehr gut, Musti. Zweig ist geplantet. Ah. Verloren? Hä, warum haben wir verloren? Echter Idiot. Warte mal. Was ist denn los? Wer hat geplantet? Du bist so scheiße, Digga. Hä, was war denn das gerade? Der hat direkt danach, also er hat geplantet und wir haben direkt danach die Views. Ist da nix, Eli? Doch, ist er. Rainers Mitte. Gut, so Leute. 11-6, das Ding ist over. Wir haben es 4 gegen 1 und der Typ steht 4 zu 15, ja. Bleib. Du kannst einen holen. Hol doch schnell einen. Hol einen hoch, Moment. Oder die sind alle da. Spike platziert. Nein, ich bin direkt hier links. Da ist noch einer. Rechts-Links-Kombination. Rechts-Links-Kombination. Ja! Ein Chef. Bruder, Omed, du hast immer so viel Stress. Ist sauber. Das ganze nice. Ding kann ich ungeschnitten hochladen. Verteidiger gewinnen. Jetzt ein Back-to-Back, wer wichtig ist. Ja, ist schon. Mach. Digga, was ist das für ein Hurensohn-Plan? Ich hab sowas noch nie gesehen, Digga. Das wird ein 48er Inch. Ich hoffe, McDonald's und Burger King machen zu oder gehen pleite. Inshallah für dich und deine Gesundheit, mein Freund. Sonst wirst du das auch irgendwann machen. Der Inshallah hat denn da was geschrieben. Biele, der Fettsack. Aber. Ich mach Wand hoch. Hab noch einen. Schön makellos. Das ist es. Einer kommt durch Mitte und jetzt. Durch Mitte. Mitte. Hab ich. Makellos. Sehr gut, Moment. Sehr gut. Communication is very quick and thick. Ich hab deinen Rücken, Felix. Sehr gut, Bart, du hast fast übertrieben. Boah, Kuss schreibt da rein, Digga. Ah, es ist süß, aber Bastard. Was schreibt er?
Wortkuss. Ich sag euch ehrlich, falls es klappt wird, machen wir. Digga, die streamen. Digga, der Felix rennt direkt zu mir. Es streamt halt so krass. Also, falls es knapp wird, machen wir Black Scream. Und dann zieht euch zurück, zieht euch zurück. Er gibt mir random Headshot durch die Wall. Jungs. Ich bin aus dem Discord geflogen. Du bist der größte Versager, dass der noch im Chat Kuss und so reinschreibt. No cap, ich hab gegen niemanden was und ich wünsche immerhin nur das Beste. Bloß die Intention dahinter, wie kann man denn so... Okay, ich mach Fullcam. Mach mal alle Fullcam. Ja, bei mir ist komplett Backscreen, das ist voll scheiße, Digga. Okay, ist noch einer? Kevin ist tot, der Bastard. Ja, 4 gegen 1, Jungs. Nice. Jetzt macht die nichts mehr, hä? Noch 30 Sekunden. Du bist 4,16! 4,16! Du bist Jahre im Schuss, obwohl du dir die immer wegrummst, Alter! Und nur wir haben's gesehen, Digga! Naja, Digga, er hat die gerade richtig gekriegt. 10-10. Wir gehen jetzt wirklich von Anfang an hier! Digga, was machen meine Katzen? Ja, der Mann. 5 gegen 2. Letzter lebender Verbündeter. Hey, Jungs, hey! Bitte, 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 sonst werde ich komplett sauer und streue mich rein! 11-11. Oh, Jungs, es darf keine Verlängerung kommen, weil sie werden unentschieden drücken. Ein Gegner übrig. Ja, wichtig. Kevin, der Hurensohn, ist da noch irgendwo. Okay. Geh weg, geh weg, geh weg. Letzter Leben. Okay. 12-11. Wir haben Matchball, Chat. Wir haben Matchball, wir haben Matchball, wir haben Matchball. Wenn wir das gewinnen, haben wir gewonnen. Sag mal schnell. Mitte, Double Doors, Double Doors, Double Doors. Höchstwahrscheinlich Double Doors, Jungs. 4 gegen 3. Oder wo bist du denn? Nein, okay, scheiß drauf, scheiß drauf. Ja, bleib da. Du musst einen hochholen. 4 gegen 2, 4 gegen 1 und das Ding ist dober. 4 gegen 1, Bastarde. Steve selber gewonnen. Nice. Ich wusste nicht. Was für Knechte. Was haben die denn immer reingeschrieben? Was haben die, ich hab das ausgemacht. Er sagt, schön, stream euch noch. Hat er geschrieben? Ich schwöre, oh mein Gott. Double T Gaming mit einem verschenkten Sub. Was heißt das? Das ist der von letzter Runde. Von letzter Runde. Und einer von letzter Runde hat mir geschrieben, jetzt mal Tag, wenn du hier nicht einen reinsubst, dann beleidigt. Das geht daran, dass dein scheiß Noppenfreund in meinen Chat reingeschrieben hat. Ich schwöre, es gibt nichts krasseres, was ich mehr hasse als Stream Sniper. Real Talk. Also ich meine das wirklich ernst. Geht drauf, wenn ihr da seid. Ich geh mit drauf. Sag, ja, aber da haben doch welche gedingt. Digga, was ist mit meiner. Was ist mit meinem Computer los? Habt ihr das gerade gesehen? Digga, irgendwas stimmt mit meinem Computer nicht. Ich war noch drauf, ich hab ihn noch getroffen. Digga, guck mal, überleg mal, wenn wir das hier schaffen, wie lange wir für ein Back-to-Back-to-Back gebraucht haben, nur weil wir mit Mickey in irgendwelchen Gold-Lobbys waren. Muss die sehr stark. Er ist nicht mal ein Goldspieler, ist der Wichser. Ja, und er ist nicht mal ein Goldspieler. Also doch, er ist schon gut, aber im Vergleich zu den anderen ist er kacke, die anderen Goldspieler, weil die alles smurfen. Ein Gegner übrig. Makellos. Den Pass. Digga, was hab ich hier gerade gemacht? Ich bin A und Mitte. Ist wieder kaputt. So, ja, geiles Aim, Digga. Augen zu. Ein Gegner übrig. Oh, du Ficker. Zieh durch. Los. Steck ihn rein. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, reingesteckt und rausgezogen! Oh mein Gott! Geile Sternchenzelle, Digga! Nice, sehr gut. Ach, scheiße. Ha. Ey, die kommen alle bei mir? Weil ich besser spielen kann. Mein PC? Ein Gegner übrig. Mein PC hat wieder geleckt. Only Gameplay, Mist! So, Game. Die Rainer gehört mir! Oh nein, sie hat die ganze Zeit geguckt. Digga, sie spielt auch nur mit einer Masche. Ja, aber sie ist gut. Ja, schreib mal nochmal, sie soll hinkommen. Achso. Und ich werde sie jetzt challengen. Ich werde sie jetzt auf den falschen Fuß erwischen. Sie sagt, sie soll nochmal kommen. Omen, bitte. Omen! Ja, bleib ruhig. Einer kommt gleich. Schreib mir. Again. Rainer, schreib Rainer nochmal. Du kannst sie, denke ich, chillen. Stehen. Ich werde sie auf den falschen Fuß erwischen. Die Rainer und ich. Nur wir beide. Auf den falschen Fuß erwischt! Jetzt links. Oh, nice. Aber es ist immer diese Map irgendwie, wo eh die sind. Oh ja! Ein Gegner. Wunderbar! Sie steht 7-12, weil ich sie wegeliminiere die ganze Zeit. Schreib, sie soll Sheriff nehmen. Sheriff ohne Leben. Sheriff, sag ihr, sie soll Sheriff nehmen. Ja, also boah, du hast sehr krass performt in Bellum. Ha! Ich hab sie!
Oh, das ist ja geisteskrank. Halt. Vorsichtig! Deine Mutter, Digga. Links, rechts, links, rechts, links, rechts! Natürlich gegen Mike Tyson kämpfen, Digga. Was ist hier los? Geh links, geh links. Rechts. Sie gehört mir. Sie gehört mir! Es ist schlecht, Digga. 7-14. Sie hat seit 5 Gunfights gegen mich verloren, weil sie den Falschen herausgefordert hat. Hier in der Ecke. Ja, ja, warte, warte. Ich werf die. Geh rein. Oh, ich fix sie so, was sie braucht. Ein Gegner. Wahrscheinlich Call of Duty entdeckt ist. Das Ding ist sauber. Angreifer gewinnen. Let's go. Ich schreib für Flex. Let's go. Ich schreib für Flex. Velo back to back to back. Viel Spaß euch noch. Ich küsse dein Herz. Danke, dass du da warst. Sehr gute Runden, das Ding. Du hast nicht genügend Speicherplatz? Das kann ich jetzt nicht holen. Nein, das nicht jetzt. Definitiv nicht. Digga, die Leggy lobt so geisteskrank. Wer atmet so sein Mikrofon? Du Hurensohn, Zelo, du auf einmal. Ey, Jux. Was? Jux. Was denn? Meine Tastatur geht auch nicht mehr. Mann, bitte, Rohrt.